Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen kleinen Haul für dich und zwar geht es um die Postenbörse. Die Postenbörse ist bei uns hier in der Gegend so ein Euroshop oder wie auch immer man das nennen mag. Das ist quasi ein Laden, jo, ich weiß gar nicht, wie lange es den schon bei uns gibt, der vor Action und Teddy und wie sie nicht alle heißen, bei uns hier einfach war und auch einfach ziemlich cool ist. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, also wir holen da immer so Geschenkpapier, Kopierpapier, Deko, allen Kram kriegst du da. Du kriegst ja auch teilweise Klamotten und alles. Du kriegst ja wirklich alles. Ist nicht so wunderschön, wie du das jetzt so zum Beispiel bei Action kennst, ne? Das ist nicht so hell und wie auch immer. Aber zurzeit fangen die hier so nach und nach an, die ganzen Postenbörse-Geschäfte zu renovieren und es wird immer schöner, aber der bei uns um die Ecke, der ist noch nicht so hübsch. Naja, also wie gesagt, ne, es gibt da zum Beispiel Kopierpapier, da habe ich das ganz normale hier geholt von A+. Ich kann jetzt am besten auch immer die Preise sagen, weil die direkt draufstehen. Ne? 2,99 kostet das und ja, ne, braucht man. Wir haben hier einen Kopierer, Drucker, Scanner, wie auch immer. Den braucht man einfach irgendwie immer mal wieder. Wenn du eine Bewerbung schreibst, wenn du einfach E-Mails ausdrucken willst, wenn du deine Steuererklärung vorbereitest, also kleiner Reminder an dich. Steuererklärung, Leute. Ja, macht mal die Steuererklärung für 2018. Die muss ich auch noch irgendwann machen. Ja, okay. So, ich habe hier so eine wundervolle Tasche voll mit wundervollen Sachen und ja, da greife ich doch jetzt einfach mal immer so ein bisschen rein und hole das ein oder andere raus. Ich fange hiermit mal an. Und zwar ist das so ein Lautsprecher, den werde ich mir in die Dusche hängen. Den gab es nur noch in Pink, wunderschön, ne? Hat 6,99 gekostet. Der ist mit Bluetooth dann zu verbinden mit deinem Handy und immer wenn ich dusche, gucke ich Handyvideos und es ist manchmal halt, meine Videos sind ja auch ein bisschen leiser, ne, weil meine Kamera oder mein Handy hat nicht die beste Tonqualität. Dementsprechend ist es dann ein bisschen schwierig. Aber dann kann ich mir diesen Lautsprecher einfach direkt unter die Dusche hängen, hoffe ich. So der Plan der Pläne, werden wir nachher mal ausprobieren. Ich schreibe euch mal unten in die Infobox rein, ob es funktioniert hat. Und ja, da, ich hole das Ding mal raus. Kannst du dann hoffentlich unter der Dusche die Videos nicht nur sehen, sondern auch hören. Guck, da ist hinten so ein Propfen dran, den kann ich mir an die Duschwand machen. Und hier siehst du dann den Lautsprecher, da kannst du dann Play machen, an, aus, wie auch immer. Du kannst sogar telefonieren. Ich kann jetzt unter der Dusche telefonieren, sehe ich gerade. Ja, das werde ich mal austesten. Das finde ich witzig. Okay, kannst dann theoretisch auch hier weiterstellen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn ich jetzt mir Videos da angucke, ne? Aber ansonsten, ich finde das Teil witzig. Finde ich ganz cool für 6,99 und die Postenbörse hat dann auch so einen Sonderpostenmarkt, das ist ja quasi, ne? Also die kaufen dann auch einfach Sachen auf und ja, finde ich cool. Das finde ich richtig. Hier steht es auch, Calling While Showering. Ich meine, ne, irgendwo hört die Liebe zum Telefonieren dann auch bei mir mal auf. Unter der Dusche singe ich vielleicht, unter der Dusche höre ich mir gerne Sachen an, aber telefonieren ist so etwas, woran ich so gar nicht denken würde. Das mache ich lieber beim Autofahren über die Freisprechanlage, aber gut. Ja, finde ich ganz interessant und ja, gucken wir einfach mal, ne, wie das so funktioniert. Ja, da gibt es auch unfassbar viel Geschenkbänder und so weiter, da habe ich zugeschlagen. Da habe ich einmal diese beiden Rollen geholt, Geschenkpapier oder Kräuselpapier, wie ich immer so gerne sage. Ja, das ist einmal in Pink und einmal in Rosa für 1 Euro die beiden zusammen. Dann habe ich mir auch noch etwas Frühlingshaftes geholt. Die drei haben im Set 79 Cent gekostet. Und ich habe auch schon mal so einen Vergleich gemacht. Teddy gegen Postenbörse gegen Action. Postenbörse ist qualitativ relativ weit vorne, wenn man das auch so im Vergleich mal zu den anderen Läden hat. Teddy ist bei mir leider nicht so gut, hat leider nicht so gut abgeschnitten. Action war preismäßig einfach unschlagbar. Und ja, gut, die Postenbörse ist halt von der Qualität höher, hochwertiger, wie auch immer, weil du da halt auch teilweise echte Marken drin hast. Also von daher, naja. Dann habe ich noch ein bisschen was Frühlingshaftes mitgenommen. Das ist so ein Fliederton, ein Hellblauton und ein weißer Ton. Auch die drei im Set 79 Cent. Ich habe hier in nächster Zeit halt auch so einige Tauschpakete und ja, was so ansteht, ne? So, dann habe ich auch so etwas größere Geschenkbänder mitgenommen. Das sind hier 15 Meter. So ein, ja, für 2,99 Euro ist das hier so ein Dekoband. Und das ist ja echt riesig, ne? Das ist eher so ein
klassisches, nicht so viel Bling Bling, aber kann man schön, wenn man so poppiges Geschenkpapier hat, schön drum zu und dann ist es einfach wunderschön, mag ich gerne leiden. Etwas poppiger ist dafür dieses hier. Das hier sind 20 Meter und hat auch 2,99 € gekostet. Das ist dann wirklich ein bisschen bunter, sehr nah am Frühling, oh, und ein bisschen breiter halt auch. Auch das ist eher frühlingshaft, so grünlich, auch das sind 20 Meter für 2,99 €. Ah, ist aber schön, ne? So ein schönes frühlingshaftes Grün mit so einem gelben Geschenkpapier, das ist mega bestimmt. Dann so ein ganz klassisches, ich weiß gar nicht, wie viel hier drauf sind, ich habe es einfach gekauft, wahrscheinlich auch irgendwie 15, 20 Meter, ne? Es ist einfach so ein Fliederton oder so ein Lila-Ton vielmehr und das ist ein bisschen gröber, das fand ich auch ganz cool. Auch das für 2,99 €. So, dann habe ich mir noch so ein Blümchenpapier, Blümchenband mitgenommen. Hier haben wir drin auch 20 Meter für 2,99 €. Mega cool, ne? So Margariten, oh, oder Gänseblümchen. Richtig, richtig schön. Und hier habe ich auch wieder ein ganz schlicht grünes. So sieht das aus. Und das ist auch für 2,99 € 20 Meter. Mit Drahtkante. Oh, okay. Oh, und hier ist Staub dran. Ja, es ist halt, ne, wirklich dann so Altbestände, die da aufgekauft werden und dann teilweise auf Wühltischen sind oder in Wühlkörben oder so. Aber ich finde es toll. Ich mag das. Hier habe ich in Altrosa etwas auch für 2,99 €. Hier steht gar nicht drauf, wie viele Meter das sind, aber ich habe es einfach mal eingepackt. Das ist auch mit so einer Spitze außen drum zu. Das finde ich auch so cool, ne? Rosa Mädchen. Dann habe ich noch zwei USB-Ladekabel mitgenommen, jeweils für 1,99 €. Ja, ne, für mein Handy und für das von meinem Freund. Ja, finde ich einfach gut. Ne, die funktionieren ganz gut, 2 Meter lang. Das ist dann auch ganz angenehm, wenn du dann, theoretisch, wenn ich auf der Couch liege, habe ich dann mein Handy ja bei mir in der Hand und habe ein bisschen weiter als meine Füße weg die Steckdose. Das heißt, da brauche ich dann auch 2 Meter Länge. Und ja, richtig cool. Für 1,99 €, ne? Da kann man nichts zu sagen. Ja, Bio-Müllbeutel, da gibt es wirklich alles. Habe ich auch mitgenommen für 1,29 €. Ich hatte ja letztens in meinem DM-Haul gesagt, dass ich mir auch welche gekauft habe, aber das waren irgendwie nur 10 Liter. Und das hier sind 18 Liter und ich hoffe, dass die ein bisschen besser passen. So der Traum des Ganzen. Und dann habe ich bei den Duftkerzen etwas zugeschlagen. Hier habe ich von Glade so ein Zweierset für 1,99 € in der Duftrichtung Bali, Sandelholz und Jasmin. Und eine davon steht schon hier hinten. Die habe ich mir nämlich schon mal woanders geholt für viel mehr Geld. Und die riechen gut. Die riechen schön sanft, nicht so aufdringlich. Ne? Also wenn ich die jetzt anhabe, riecht jetzt nicht der ganze Raum danach so intensiv. Aber ich habe die ganze Zeit so einen leichten Duft in der Nase. Das ist sehr, sehr schön. Und ja, ne? Braun ist jetzt nicht so unbedingt hübsch, aber der Duft ist gut. Und du zahlst quasi 1 € pro, nicht mal, pro Kerze. Und dann habe ich eine Febreze Candle mitgenommen für 1,99 €. Wintergrün und Schnee. Ja, das ist meine Duftrichtung, oder? Riecht so richtig schön nach Tanne. Und frisch, aber schön, auch richtig schön. Ah, ja, richtig cool. Dann habe ich hier in einem richtig hübschen Design, auch von Febreze, eine Snowberry frische Beerenkerze für 2,49 €. Und die hat so ein schönes Design. So, ich meine, der Winter ist eigentlich vorbei. Wir haben es heute hier, 15 Grad oder so. Am Wochenende sollen es jetzt bis 18 Grad werden. Aber die kannst du auch länger als nur zur Winterzeit haben. Die ist richtig schön. Die riecht nach frischen, schönen, leckeren Yum-Yum-Beeren. Yum, yum, yum. Mag ich gerne. So, dann habe ich hier noch eine, ja, No-Name-Kerze ist das. Musk-Scented Glass Candle für 99 €. Ich weiß gar nicht, was für eine Geruchsrichtung das sein soll. Ich glaube einfach nur frisch. Aber das Glas fand ich so schön, ne? Das ist so richtig hochwertig, ne? Weil das halt auch noch so geriffelt ist. Ja, und das riecht einfach frisch. Also gut, frisch, blau. Es riecht blau. Definiere die Geruchsrichtung blau, bitte. Ja, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und das Letzte, was wir gekauft haben, haben wir tatsächlich heute auch schon verwendet und aufgebraucht. Ja, das ist von Top Cleaner, ein Teppich- und Polsterreiniger für 1,79 €. Und
Den haben wir heute verwendet, um unsere zwei großen Teppiche sauber zu machen. Also das sind so Langflor-Teppiche von Ikea, natürlich von Ikea. Ja, dass ich meinen Freund damals nicht bei Ikea kennengelernt habe. Aber ich glaube, der Ikea hier bei uns in der Gegend hat erst aufgemacht, nachdem wir zusammengekommen sind. Ja, auf jeden Fall riecht es hier aktuell bei uns sehr frisch im Haus, weil der halt auf den beiden Teppichen verwendet wurde und der war echt gut. Also hat gute Arbeit geleistet. Den sprühst du halt drauf und dann musst du den halt einreiben, einschrubbern und kannst es dann einfach absaugen. Und ja, hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt und hier riecht jetzt alles sehr gut und ist alles sauber und rein und ja, war gut. Kommt jetzt in meine Aufgebrauchkiste, weil ist leer, wie man hört. So, ihr Lieben, das war jetzt schon mein wirklich kleiner, aber feiner Postmöse-Haul. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meinen ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!